Bits und so. Alex darf dann jetzt auch die Themen vorgeben, wenn er so vorlaut ist. Dann ernsthaft? Jetzt erzähl mal, was ist denn los hier? Was gibt's denn so kurz ja, vor dem los. Fest? Okay, gut. Dann ist die Picks. So schnell geht das. Wenn du mich so fragst, dieses Duett-Display hat mich bewegt in der letzten Woche so ein bisschen. Da fiel eine Version raus von einer Software, die so einen externen Monitor, die das iPad als externen Monitor an deinen Mac koppelt. Und du hast da eine kleine ein Mac-Helferlein-Programm, was du installiert, so einen virtuellen Grafikkartentreiber, der unterjubelt. Und dann kannst du halt das iPad als externen Monitor für deinen Mac verwenden und da Sachen draufschieben. Und die Besonderheit bei diesem Duett-Display ist, dass es halt nichts über die Luft fliegt, so wie die ganzen anderen Programme, also über Wi-Fi oder ich weiß gar nicht, ob es Bluetooth irgendwie, aber Wi-Fi werden die meisten Programme einfach nutzen, sondern über das USB geht. Und ich habe es die ganze Woche eigentlich ausprobiert, weil ich da auf so einer Testversion war und es hat sich dann auch nochmal einiges bis zum Start getan. Mein Problem bei dem Fall, bei dem Test war wirklich, dass ich auf so einer Yosemite Beta bin, wo der Entwickler sagt, das funktioniert noch nicht so toll. Bei mir hat es aber trotzdem funktioniert und wenn es funktioniert, ist es relativ beeindruckend, was die Geschwindigkeit angeht. Also du kannst da wirklich so hochauflösendes YouTube-Zeug einfach flüssig schauen über diese Kabelverbindung. Fragt man sich natürlich, wie geht das denn? Weil ansonsten ist das ja mir jetzt aus dem Stegreif nichts bekannt, was so über den USB irgendwie als App nach draußen sprechen würde, was kein Zubehörteil ist. Ja, das ist richtig. Da versagt direkt meine Stimme. Was ich mir ja gedacht habe letztes Mal, ist, die machen vielleicht irgendwie Netzwerk, weil eine Sache, die man vielleicht nicht so weiß, wenn jetzt zum Beispiel das ein iPad so eine SIM-Karte drin hat und ich mache damit einen Personal Hotspot auf und verbinde Rechner und iPad miteinander, dann können die direkt per USB miteinander telefonieren. Das heißt, auch solche Programme wie zum Beispiel OSC oder also TouchOSC oder Actions, also alle, die irgendwas per Netzwerk auf den Mac übertragen, würden dann auch über die USB-Schnittstelle miteinander telefonieren. Das ist natürlich deutlich zuverlässiger als ein WLAN. Deswegen dachte ich, ja, vielleicht machen die Netzwerke, und hat der Alex auch gefragt, siehst du denn irgendwie plötzlich das iPad als Netzwerkdevice im Mac auftauchen? Und dem war offenbar nicht so. Aber es scheint doch so zu sein. Ja, scheint so zu sein. Die nutzen irgendwas, was PeerTalk heißt. Und iTunes nutzt das, um halt auch irgendwie TCP-Connections zu machen. Genau, und sobald man das ansteckt aneinander, ist praktisch diese Netzwerkverbindung vorhanden, aber sie wird halt jetzt nicht irgendwie im System exposed oder irgendwas. Das ist genau. Genau. Und alle verwundert es halt so ein bisschen, dass das irgendwie durchgekommen ist, durch so den strengen App Store, den unzuverlässig, manchmal strengen, manchmal nicht so strengen App Store. Ich meine, das ist jetzt erst eine Woche her, das kann ja immer noch rausfliegen, wir kennen den App Store. Aber es ist ungewöhnlich, dass sie das so machen. Sie benutzen halt so ein bisschen auf dem Mac einen Beschleuniger, um das Ganze halt irgendwie ordentlich flott zu halten. Das führt zu der Problematik, und das ist auch die größte Kritik an der App bislang, dass die halt die CPU selbst bei modernen Rechnern halt bis an ihre Grenze treibt. Also wenn man sich so die Foren durchliest von Leuten, die Software jetzt einfach ausprobieren, mit verschiedenen Konfigurationen, ja, da hängt manchmal so ein MacBook Pro irgendwie da dahinter, manchmal ist es irgendwie ein iMac, aber durch die Bank weg ist halt die CPU-Last, bewegt sich halt bis auf die 100% zu. Also bei meinem Mac Pro läuft das Ding halt irgendwie bei 60%, so wenn ich da, selbst wenn ich dann nicht wirklich was drauf mache. Es gibt da zwei verschiedene Modi, du kannst so eine Art Energiesparmodus und einen höher aufgelösten Retina-Modus wählen, aber trotzdem, Es ist schon ein Programm, was ordentlich an der Batterie durch die CPU einfach zieht. Jetzt melden sich natürlich auch die anderen Leute, die sowas in der Richtung schon mal versucht haben und da halt schon mal auch abgeklopft haben, ob das über USB zu machen ist. Und die haben halt damals wohl die Antwort bekommen von Apple so, nee, USB lässt du mal schön bleiben. Und das ist genau der Grund, warum man nicht vorher fragt und und wartet, was Apple sagt, sondern indem man es einfach macht und hofft, dass man durchkommt. Weil wenn man dann durchkommt, ist alles gut. Wenn man dann wieder abgelehnt wird, dann jammert man einfach laut genug und dann kommt man wieder rein. So wie das in den letzten Wochen sehr gut funktioniert. Was jetzt nicht bedeuten sollte, dass das
dass das ein schlechtes Verhalten war, dass man jammert und dass Apple recht hatte, sondern eigentlich genau umgekehrt. Aber vorher fragen ist eigentlich doof, auch wenn es natürlich bedeutet, dass man sich im Zweifel Arbeit spart, falls man abgelehnt wird. Aber dass man abgelehnt wird, ist eben keine Garantie, wie man jetzt hier wieder sieht. Man könnte auch sagen, okay, das Timing ist natürlich sehr geschickt, das jetzt eben hier kurz vor Weihnachten reinzuschmeißen. Jetzt möglichst zu hoffen, dass man diese 3 Tage vor der Weihnachtspause von iTunes übersteht und dann das möglicherweise, weißt du, nach Weihnachten fliegst du halt raus und ist gut. Weil ich glaube nicht, dass jetzt Apple irgendwie auf einmal sagt, oh, dieser USB-Port, der ist ja gar nicht dran gedacht, wäre praktisch für Apps so. Ja, das wäre mal, ja, also das wäre ja was ganz Neues. Ja. Nun gut. Na, ich habe von Entwicklern, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt, gehört, dass Apple eigentlich generell auch gesagt hatte, dass sie das eigentlich gar nicht so toll finden mit diesen externen Display-Geschichten und solchen Sachen und dass sie da eher so generell eine Abneigung gegen haben und dass dann auch sowas irgendwie, ich meine, ich mag das nicht einschätzen, es scheint irgendwie ein Entwickler da zu sein, der war anscheinend auch vorher bei Apple. Keine Ahnung, was da für Kräfte vielleicht gewirkt haben, dass das diese ab jetzt im Store ist, ich möchte auch nichts unterstellen, aber trotzdem ist es halt so ein bisschen, es ist halt ein sehr, sehr gewagtes Spiel und es macht halt, es passt auch in die Zeit, weil wir diese komischen App-Store-Ablehnungen wegen den Widgets gerade haben, es ist sehr unbefriedigend, weil ja, keine Ahnung, wie sich das weiter verhalten wird und ob er irgendwie seinen Arbeitsaufwand, der in diese abgeflossen ist, ob er den entschädigt bekommt oder ob er einfach im Store bleibt und alles okay ist. Also keine Ahnung, so, ist alles ungewiss. Es gab doch auch diese Geschichte mit dem Taschenrechner, nicht wahr? Dem Peacock? Genau, der war als Extension irgendwie drin und dann haben sie gesagt, Taschenrechner, also wurde auch gefeatured, ja, und Taschenrechner ist eigentlich abgelehnt, weil Apps dürfen keine Berechnungen durchführen. Jetzt gibt es eine neue Variante davon und zwar in einer Tastatur, Third-Party-Tastatur, die auch wieder jetzt rausgeworfen wurde, beziehungsweise gesagt wurde, bis zum nächsten Update machst du bitte deinen Taschenrechner aus der Tastatur raus, weil Extensions allgemein keine Berechnungen durchführen dürfen. Berechnungen ist jetzt auch schon ein sehr weites Feld. Also jetzt hatte ich damals schon gesagt, ja. So Computer machen ja durchaus mal so eine Berechnung hier und da. Könnte passieren. Ja, also was ist jetzt mit dieser Extension wieder, die da rein und raus geflogen wird? Also der hat auch den Anruf bekommen von Apple, so hier bitte keine Berechnungen durchführen. Ist das Memo, lesen die diese Anweisungen nicht? Gibt es Anweisungen? Ich glaube, sie haben mich inzwischen nochmal angerufen und gesagt, ja, mach mal rein. Das ist der schnellste Wechsel, den wir erlebt haben bislang. Das ist von 24 Stunden. Einfach super Käse, ja, weil da weiß wirklich im Moment offenbar niemand mehr, was der andere macht. Also ja, irgendwas läuft da auf jeden Fall fatal schief. In all den Jahren, in denen wir ja diese ganzen Hickhack um Ablehnungen schon gehabt haben, also so ein Chaos wie in den letzten Wochen, so ein öffentliches Chaos wie in den letzten Wochen hatten wir, glaube ich, definitiv noch nicht. Also das hätte ja schon längst irgendwo mal ein bisschen weiter oben in der Hierarchie auffallen müssen, dass man sagt, da ist unsere Kommunikation nicht so, wie wir das gerne hätten. Da sollten wir uns vielleicht mal alle zusammensetzen, so Review Board und die ganzen Leute und vielleicht so ein bisschen mittleres Management oder höheres Management, dass man sich da mal zusammensetzt und überlegt, okay, was ist so die gemeinsame Richtung, in die wir wollen? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Momentan ist das unbefriedigend für alle, für Kunden und Entwickler. Wir wissen ja, also das war jetzt auch eine neue Information, dass der Cable Sasser hat, glaube ich, von Panic geschrieben, dass App Review nicht, Klammer auf, mehr in Cupertino sitzt, sondern woanders, hat er gesagt. Also die können auch irgendwie, Tim kann jetzt nicht irgendwie rübergehen, die anschreien und wieder ins Büro sich setzen, sondern der müsste irgendwo hinfliegen, so wie sich das angehört hat. Das ist jetzt, also es könnte natürlich sein, dass sich Apple das nicht leisten kann, für Tim so eine 747 zu kaufen. Ich meine, Der hat natürlich seinen Jet, der muss nicht mit Ryanair fliegen. Ganz genau, das ist der Punkt. Der muss da auch nicht so eine App laden und sich einen grotesken Flug buchen. Das könnte man, da müsste ja auch nicht Tim hinfliegen. Ich meine, das ist doch dann eher so eine Q und Federigi-Angelegenheit vermutlich. Die dann darüber fliegen und dann sich einmal zusammensetzen und sagen, hier, bam, bam, Bursche, pass mal auf. Naja, also ja, so wie das früher ausgesehen hat, war ja der App-Review unterm Schiller, ja. Da hat ja auch der Schiller damals geantwortet, so ein ganz harter Job bei der ersten Runde von solchen Ablehnungen vor, wann war das? Lange her, Alex? So die erste
2011, würde ich sagen. Erste Stellungnahme also, von Phil. Immer, ja. Oder Leo, weißt du noch, wo die, wann die, mit welchem kontroversen Dings das kam? Ja, wann diese ganze Schiller-Geschichte kam. Also ich glaube, ein großes Drama war ja damals um Google Voice und überhaupt ganze Google-Geschichten und wo Apple so diese Schiene so, du darfst nicht die Systemfunktionalität replizieren. Ja, also keine App, die irgendwie einen Telefonwähler abgebildet hat und solche dramatischen Sachen, die auf keinen Fall in den App Store durften. Und Google Voice hier lief da ja über Monate und Jahre vielleicht im Limbo App Store-Zulassung. Und keiner wusste, was los war. Aber das war ja nur eine Sache. Da gab es schon noch mehr Zeuge. Was so die ganzen anderen Sachen waren? Das Wörterbuch mit den bösen Wörtern. Ja, gut, stimmt. Da gab's auch fies wildes Zeug. Aber ich glaube, das war sogar noch länger her. Also ich glaube eher, das war so 2009, 2010. Also wirklich. Also das, ich sehe hier einen Post von 2000. 9, das war das Dictionary und da hat Phil Schiller. Da hat Phil Schiller interagiert. Ja, genau. Also, der hat auf jeden Fall eingegriffen dann mit einem Statement. Aber ich meine, ich weiß nicht, also, das begann halt auch gleich zu Anfang. Also, es war jetzt nicht irgendwie, dass da ordentlich Zeit ins Land strich, sondern es gab immer wieder Fälle über die Jahre, wo das einfach aktuell war. Aber es stimmt schon, also, jetzt ist es schon irgendwie ein bisschen wild, wenn du ganz positiv rangehen willst, ist dieses Statement von der Ablehnung bis zur Umkehr von der Ablehnung mit diesem extrem kurzen Zeitfenster vielleicht ein Zeichen dafür, dass da jetzt jemand dran sitzt, der da nochmal drauf schaut. Aber das ist nur wirklich sehr positives Denken. Was ich nicht so ganz verstehen kann, weil so schwierig dürften die Fälle doch nicht zu, ich wollte es eigentlich noch vor der Sendung nachschauen, so schwierig dürften die Fälle doch nicht zu fangen sein. Es geht doch meistens nie um Apps, die irgendwie aus technischen Gründen rausfliegen. Und es gab mal Statements früher, die gesagt haben, ja, hier abgelehnte Apps, 80% aller Fälle sind wegen crashed oder stürzt ab wegen irgendwelchen Fehlern und so weiter. Die musst du ja gar nicht durchschauen. Das ist dann, darüber wird es ja ganz selten wahrscheinlich Kontroversen geben. Sondern es geht ja wirklich um die Fälle, wo Apps abgelehnt werden aus irgendwelchen Richtliniengründen. Und wenn wir dieser damaligen Statistik, die ich jetzt nicht habe, aber das war ein ganz kleiner Prozentsatz, war irgendwie nur Steve Jobs war das, glaube ich, der gesagt hat, nur ganz wenige von diesen Fällen, da spielt das Regelwerk irgendwie rein. Da musst du doch eigentlich nur noch jemanden nochmal drüber schauen lassen, oder? Das ist doch genau das, wo du, bevor jetzt diese Ablehnung rausgeht, lass doch da irgendwie nochmal eine Etage drüber jemanden drüber schauen. Also der muss ja nicht jede Ablehnung durchgehen. Also deswegen erscheint es mir auch immer so, es ist so unklar, warum sowas passieren kann und auch dann so schnell jetzt in dem Fall wieder zurückgerudert wird. Naja, die Frage ist doch jetzt, nur weil jemand abgelehnt wird aus XY-Gründen nicht. Es kann jetzt natürlich sein, dass ein anderer Entwickler, der genau diese Geschichte um die Ohren bekommt, dass er dann sagt, na gut, dann machen wir das wieder raus und alles ist gut und keiner kriegt's mit, keiner regt sich drüber auf. Also wenn man halt so als Entwickler sieht, wegen was man abgelehnt wird, man könnte bei vielen Sachen auch zu Recht sagen, habt ihr euch den Verstand verloren, geht's euch eigentlich zu gut? Und dann irgendwie in Blogs und Podcasts und was weiß ich was prominent meckern. Viele würden sich wahrscheinlich dann sagen, nee, das lohnt sich nicht, wir schrauben das einfach raus. Wisst ihr noch, sie haben doch vor kurzer Zeit, okay, das ist jetzt Dezember 8, also die haben das ein bisschen verschoben. Es gab doch diese Übersicht auf der Developer-Seite so mit diesen 98% der Apps sind in den letzten 5 Werktagen reviewed worden. Ja. Ist weg. Und sie haben vor einem halben Jahr oder so, haben sie eine neue Seite dazu getan, Top 10 Reasons, wieso Apps abgelehnt werden. Das ist aktuell Dezember, 18. Dezember. Und da steht drin 12% aktuell more information needed, 9% ist buggy, 5% ist hässlich, 4% ist Screenshots kaputt oder nicht gültig. Und also Betrug und Die Namen sind nicht gleich, wie was angezeigt wird. Also ich weiß es nicht, aber 53% sind ja auch andere Gründe. Es ist sehr, sehr, sehr komisch verteilt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, man weiß es halt. Es ist, ja, ein Buch voller Schmerzen. Mhm. So, da schauen wir mal, was da
ob da nächstes Jahr irgendwas passiert. Also ich glaube, sie müssten gemerkt haben, dass irgendwas schief läuft, glaube ich. Also. Ja, es waren zwar tatsächlich wenige Fälle, aber die wurden halt dann doch sehr, sehr, sehr prominent diskutiert. Also ich weiß natürlich nicht, ob das wieder so Sachen sind, die einfach außerhalb unserer Blase nicht stattfinden. Also dieses Problem. Oder ob das vielleicht tatsächlich auch rausschwappt, aber ich kann es mir echt kaum vorstellen. Ja, gut, das ist natürlich klar, dass so Zeug vielleicht jetzt nicht, ich meine, das sind wirklich Themen, die es nicht in die Tagesschau schaffen. Ja, sie sollten es aber, da kann man mal drüber nachdenken. Ja. Im Unterschied zu WhatsApp-Jahresgebühr und blauen Häkchen. Aber ich glaube, das ist trotzdem was bei Apple schon auch ankommt. Also es ist ja nicht so, als würde bei Apple nicht auch die spezifische Branchenpresse durchaus aufmerksam verfolgt. Und es ist ja doch einfach was anderes, dass irgendwie absurde und skurrile Ablehnungen andauernd kommen und auch wegen dämlichen Formsachen oder irgendwelchen Keywords und aller Firlefanz oder irgendwie Repräsentationen eines iPhone-Icons und ganz haarsträubende Sachen, die passieren alle und die schlucken wahrscheinlich viele Entwickler und reichen halt gerade nochmal ein neues Bild ein, wo dann halt irgendwas geändert ist in der Hoffnung, dass es dann durchrutscht. Aber ich meine, das waren jetzt ja wirklich, also solche schwachsinnigen Schläge in die Magengrube und zwar von wirklich ja auch zumindest für die Szene populären Apps und nicht einfach jetzt irgendeine App, dass das schon auch, glaube ich, angekommen sein dürfte in auf jeden Fall höheren Ebenen in Cupertino. Und ich meine, das sind auch Entwickler, die du halt, ja, auch wenn Apple nicht mehr in der Position ist, darauf im Moment man das Gefühl hat, angewiesen zu sein, wäre das doch auf jeden Fall ein Verlust für die Plattform. Zum Beispiel diese Entwickler, oder ich meine, Panic ist ein Paradebeispiel, ja, also die zu verlieren für die Plattform wäre auf jeden Fall ein Verlust für die Plattform, auch wenn es vielleicht unterm Strich völlig wurscht wäre, ja, weil wenn die Leute halt Kim Kardashian Juwelen schnapsen, dann ist es denen ist egal, ob da Transmit ist oder nicht. Und die 100 Leute, die dann irgendwie aus Protest zu Android wechseln, sind für Apple wahrscheinlich auch irrelevant. Aber trotzdem ist es was ein schlechtes Zeichen ist und was einen sehr schlechten Beigeschmack hinterlässt. Nur um deinen Gedanken von vorhin noch zu Ende zu führen. Mhm. Du hast, also kurzfristig macht es Apple natürlich nichts aus, wenn ein Transmit wegfallen würde oder so, oder Panic sagt, irgendwie wechseln die Plattform. Aber langfristig ist natürlich, so wie wir auch sehen, ja, wie die Entwickler die iOS-Plattform mitgestaltet haben, ja, das ist natürlich irgendwie, das ist katastrophal. Ne? Aber hast also du auch gesehen, wie mit Samthandschuhen dieser Kommentar von Cable Sasser war, so: Wir wissen ja, Apple macht einen guten Job und wir sind voll die riesen Apple-Fans und wir sind sehr zufrieden und glücklich mit unserem App-Store-Account. Da kommt nämlich das Geld für die Miete rein. Und es wäre voll nett, wenn Apple vielleicht dann nochmal nachdenken könnte. Ja, 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 ja. So, bitte nicht rauswerfen. Ja, natürlich, aber ich meine, was bleibt ihm übrig? Weil es gibt sehr wenige Buden, die so wie Panic so da drin hängen. Ja. Wenn es anders ist, für Apple wäre das sehr schade, wenn Panic geht. Wenn Apple Panic rausschmeißt, wäre das für Panic sehr schade. Also ja. Und sehr schade ist die Untertreibung des Jahrhunderts, weil ich glaube, dass die auch mit ihr, die Mac-Sachen könnten sie weiterhin verkaufen, zumindest außerhalb vom App Store. Aber ich glaube, dass sie auch mit den iOS-Sachen sehr, sehr viel Kohle machen. Mhm. Und es ist nicht so, als ist das ein nettes Goodie, die Einnahmen aus dem iOS Store, sondern das ist auch inzwischen gar nicht so kleiner Laden, die brauchen die Kohle. Das ist ja nicht so, als würden die die ganze Entwicklung nur machen, weil sie das so geil finden und große Apple-Fans sind, die leben davon. Ich meine, das ist eigentlich gut, dass du es nochmal betonst, weil wir haben ja jetzt irgendwie schon öfters mal gesagt, ja, wenn man dann Arbeitszeit irgendwie da reinsteckt und dann wird das Feature irgendwie abgelehnt und dann hat man Arbeitszeit vorne verloren und so weiter. Nee, das musst du schon, App Store musst du schon immer noch so betrachten, so dass es das halt die eine Zugangsbarriere, die du nehmen musst. Und wenn du da halt irgendwie dann nicht geliebt wirst und eventuell da nicht mehr teilnehmen darfst, ist das natürlich für dich, als wo auch eine Firma dann dranhängt, wenn du nicht nur einzelner Entwickler bist, ist das natürlich schon eine Katastrophe. Ja klar, weil eben musst du halt damit mit dem Geld, das dadurch nicht reinkommt, hättest du eigentlich deine Mitarbeiter bezahlen müssen. Und ich meine, irgendwo muss die Asche herkommen. So. Deswegen bleiben wir mal kritisch diesem ganzen App-Store-Prozess da irgendwie gegenüber, obwohl er einfach, es ist halt so eine langfristige Geschichte auch teilweise. Ich meine, so diese ganz kleinen Ablehnungen, das ist so, ich möchte nicht das Wort
gleichgeschaltet in den Mund nehmen. Aber die Vorgaben, die Apple macht, führen halt schon zu einem gewissen Output an Software. Und wenn du den halt zu stark begrenzt oder halt irgendwie durch Ablehnung einfach Entwickler demotivierst, da irgendwie außerhalb von diesen Grenzen sie zu bewegen, dann hast du halt irgendwie Apps, die alle irgendwie dasselbe machen oder in einem wirklich nicht daraus wachsen können aus den Schuhen. Und wenn der App Store 1 gezeigt hat, ist, dass er einfach iOS extrem weitergebracht hat und nach vorne gebracht hat. Und es war nicht irgendwie Apple, die intern einfach für sich im stillen Kämmerlein entwickelt haben und dann irgendwie mit einem neuen Feature kam oder so. Die waren immer geprägt von irgendwelcher Software, von irgendwelchen, Jailbreaks oder also irgendwas hat immer diesen Ball weiter nach vorangerollt. Und deswegen muss auch Apple dafür muss stark bemüht sein, dass das einfach weiter so geschieht. Und das ist halt an diesem Mitbewerberfeld, in dem sie sich derzeit aufhalten. Es ist halt ihr große Trumpfkarte und die kannst du nicht so einfach verspielen. Deswegen darfst du diese Widget-Geschichte gerade nicht leisten. Das geht nicht. Ich bin ja immer noch für die alte Idee, einfach zu sagen, verleiht einfach allen Entwicklern, die eine gewisse Zeit dabei sind, einen gewissen Output gebracht haben, gewisse Verkaufserfolge erzielt haben, verleiht ihnen einfach einen spezifischen Status, der einfach höher rangiert. Ja, Panic ist halt nicht einfach irgendein Einzelentwickler, der irgendwie seine erste Funzel-App einreicht. Und dass das natürlich für Neueinsteiger dann nicht gerechter wird und nicht alle Probleme des App Stores löst, ist mir auch klar. Aber jetzt, ich meine, Tapbots oder Panic und all die anderen kleineren und größeren Studios, die ja teilweise auch noch aus der Mac-Indie-Szene kommen und seit Jahren und dann vielleicht teilweise Jahrzehnte da schon dabei sind, das muss so relativ einfach sein. Und ich meine, Leute, auch die vom, ja, die gute Seite von der iTunes-Redaktion, die wissen irgendwie, was sie featuren und die die Software ja offensichtlich kennen und die auch teilweise Kontakte zu den Entwicklern haben und wissen irgendwie, was los ist und wissen, was Neues kommt und sich da drum kümmern, die können noch sehr genau unterscheiden, ja, und dass du dann nicht Angst haben musst, dass irgendwie Panic irgendeine Virenabzock, ich bin ein Fake-Virenscanner-Müll in den App-Store einstellt, sondern dass die irgendwie ernsthaftes Zeug machen und ernsthafte Funktionen und dann dir nicht irgendeinen Dreck unterschummeln, damit kannst du doch mal mehr davon ausgehen, als wenn halt andere Software ankommt, die halt sozusagen keinen, keinen Track Record hat, also noch keine, Erfolgsbilanz halt vorweisen kann. Genau, sich noch nicht in irgendeiner vorhergehenden, also ein Entwicklerstudio oder ein Entwickler, der daherkommt, der sich noch nicht bewiesen hat sozusagen. Und die alte Diskussion, wenn so ein Tester eine App von einem Entwickler Account vorgelegt bekommt, da muss doch ein Pop-up aufrissen. Eben, genau. Entwickler hat für den App Store bislang $2 Millionen umgesetzt. Entwickler setzt so und so viel ist seit so vielen Jahren dabei, hat wirklich so und so viele Erfolgs-Apps. Das müssten 5 Fakten sein, die du einfach einblendest und dann sagst, okay, dann nimmt er sich vielleicht mal 3 Sekunden mehr Zeit oder macht dann halt nicht total. Wir wissen doch aber nicht, was passiert da. Also ich meine, das ist ja eine Blackbox. Wir wissen aber das. Also wenn wir diesen Mechanismus anwenden dann würden würde Review bei Apps von Schrott-Kardashian-Buden nicht mehr genau draufschauen. Und dann haben wir echt ein Problem. Weil das sind die Arschkrampen in dem Store. Sie schauen nicht genau drauf bei dem. Sie sagen ja nicht, oh, du hast ja irgendwie schon teuer irgendwie 90 € für Goldmünzen, oder? Ja, aber das ist ja auf einer gewissen Ebene okay. Also ich meine, die müssen ja Kardashian Extra Packs müssen die auch nicht mit der Lupe durchleuchten, weil, also ich meine, Get Clue ist halt einfach Get Clue. Die sind halt einfach. Da brauchst du auch keine Sorge zu haben, dass die, ich meine, die machen halt Dreck, aber die machen sozusagen keinen böswilligen Dreck, willst. Oder vielleicht, da kann man auch drüber diskutieren. Ja. Aber es ist halt trotzdem eine andere Ebene. Aber wir sehen. Vorsicht, Clue ist nicht Get Clue, ist ein anderes Ding. Oh ja, Clue Mobile heißt die. Genau. Ja, Get Clue hieß, die sind jetzt, das ist jetzt vorbei. Ist tot, ja. Ja. Super Check-in-TV-Dienst, der dann zu Tode umgebolzt wurde und jetzt wundersamerweise zumachen muss. Wir sehen, also es gibt schon, also wenn du ein namhafter Mac- oder iOS-Entwickler bist, dann hast du schon Kontakte in diesen Apple-Laden rein. Ja. Und da sehen wir aber schon nochmal, dass es halt Apple und Apple gibt. Die eine Seite ist Apple, die Leute, die irgendwie an der Entwicklung dranhängen, die irgendwie Developer Relations machen und so weiter und so fort. Und dann gibt es dieses Bergwerk. Und dieses Bergwerk ist schon eher so die ausgegliederte,
Also das gehört so nicht so wirklich zu Apple, aber hat man so das Gefühl. Und wenn irgendwas passiert, dann findest du als alteingesessene Bude, kannst du schon, nimmst das Telefon oder nimmst deine spezielle E-Mail-Adresse oder nimmst einen speziellen IM-Account, den du sagst, und dann kommt meistens dann, habe ich gehört, so zurück, ja, ich guck mal, was man da machen kann. Und da sieht man aber ganz klar, dass da, wie du vorhin schon gesagt hast, die sitzen da nicht mehr drin. Der kann da nicht rübergehen und sagen, Buschege, der Schorsche, der hat eine App eingereicht, die ist gut, die lassen wir durch. Sondern da gibt es dann auch, das ist dann alles nicht so einfach. Und wenn du Glück hast, dann ist es besser. Und wenn du Pech hast, dann wird es nicht besser. Und sowas wie Microsoft. Ja, Microsoft hat ein Problem, dass irgendwie nicht genug für Windows Phone entwickelt wird. Also ist halt so schrittweise die Gebühr für die Entwicklermitgliedschaft von, weiß nicht, auch $100, glaube ich, 50 auf gratis vielleicht sogar runtergegangen. Und der Review-Prozess, da ist irgendwie so ein Fortschrittsbalken, so jetzt wird deine App mit unserem SDK-Compliance-Checker gecheckt, ja, Haken dran ist gut. Jetzt schaut sich das jemand an, ja, sie startet, dein Icon ist okay, ja, ist in Ordnung und jetzt steht sie im Store oder sie wird abgelehnt. Das ist zumindest ein bisschen transparenter, ja, was passiert. Ja. Und ich meine, wenn jetzt irgendwie die Geschichte kommt, dass die Mitarbeiter in den chinesischen Fabriken irgendwie schlecht behandelt werden, dann geht halt da Tim Cook hin und nimmt irgendwie NBC mit und führt da einmal durch in seinem Mäntelchen, ja, und zeigt so, hier, denen geht's alle voll gut. Aber wir hatten noch nie irgendwie so eine Tour durchs Bergwerk. Ja, also ich würde gerne mal so sehen, was macht der Typ eigentlich den ganzen Tag? Ich meine, aber das ist ein prozessuelles Problem. Das musst du über Prozesse musst das regeln können. Dass du, selbst wenn du da irgendwie Leute anstellst, die vielleicht nicht die letzte Hip-Up kennen, dass die trotzdem einen Prozess vor sich haben, der ihnen einfach nicht gestattet, eine Ablehnung für einen Transmit rauszuschicken. Der darf das, wenn der die App nicht kennt, dann darf der die nicht rausschicken, die Ablehnung. Dann musst du jemand bezahlen, der sich daneben setzt und sagt irgendwie, wirklich? Wollen wir die wirklich rausschicken? So, weißt du? Irgendeine zweite Instanz, eine dritte Instanz, das muss mit Geld zu machen sein. Also, und wenn es Apple wichtig ist, dann muss das mit Geld beworfen werden. Das ist einfach traurig, dass jetzt praktisch im Jahr 2015 dieses Thema immer noch nicht vom Tisch ist, in irgendeiner halbwegs befriedigenden Form. Also, das kann eigentlich nicht sein. Was so schlimm ist, dass wir da halt über was diskutieren, also nicht nur wir vier jetzt hier, sondern wir im Sinne der über Apple schreibenden Medienschaffenden, dieses Bergwerk ist eines der Dinge, worüber es so wenig Einsicht gibt, wie nur irgendwie. Also ich glaube, wir verstehen alle mehr über Quantenphysik, als wie dieses blöde scheiß Bergwerk funktioniert. Weil wir können uns nur alle vorstellen, wie das wahrscheinlich ist und warum und wie. Wir wissen aber nicht, ob das dann so ist, dass man sich da so eine App anguckt und bevor die abgelehnt wird, setzen sich drei Leute unter Chef zusammen und sagen, können wir das vielleicht, wie ist das? Dann gucken die durch ein Regelwerk durch, Häkchen, ja, aber hier, und dann wird nochmal mit jemandem, vielleicht ist das ja so, vielleicht ist das aber nicht so. Und es hat wirklich keiner, da fällt nirgendwo, weißt du, das werden Dinge gelegt, wo du dir denkst, alter Schwede, das ist ja echt krass, aber aus diesem Bergwerk, da fällt echt nichts raus, keiner weiß, wie dieser Scheiß funktioniert. Also, ich habe mal auf Reddit vielleicht einen Ex-Mitarbeiter, der ausplaudert, das wäre doch mal was. So ein Bergwerk-Aim, ey, das wäre gut. Ja, genau. Ja, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, leider, weil das wäre wirklich sehr spannend. Ja, aber trotzdem sind sie doch so ein Terrorzellenprinzip, weißt du, wo keine Zelle weiß, was die andere macht. Ja. Die kriegen ihre Vorgaben und müssen dann irgendwie so in einem abgeschotteten Raum arbeiten, die so Apps, die einer so reinwirft. Also ich glaube ja langsam, die machen das nicht, es ist nicht mehr in Cupertino, wahrscheinlich, weil es bei Mechanical Turk gemacht wird. Möglich. Ja, das ist einfach so, jeder Screenshot wird zu einem anderen Mitarbeiter geschickt. Wenn du 5 Screenshots für iPhone klein, mittel, groß, iPad klein, mittel, groß und dann hast du halt diese und in den 20 Sprachen hast du 350 verschiedenen Screenshots und die schickst du dann einfach an 350 verschiedene Mechanical Turks, die halt dann die Vorgaben haben, so muss, darf keine iPhones enthalten, soll irgendwie Rating 4+ sein und gut. Und dann, wenn halt einer von denen irgendwas in diesem Regelwerk findet, dann schmeißt das raus und dann kommt sofort die rote Mail. Möglich. Halte ich aber absolut eine Möglichkeit, eine ernsthafte Möglichkeit, aber es weiß halt niemand. Schwierig. Schauen wir mal, ob da noch was bei rumkommt. Wir hatten jetzt demnächst ein neues Jahr, das dann anbricht und damit kommen neue Gesetze und neue Gesetze natürlich besser als die alten, natürlich. Weil die
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Anpassung bei der Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer nächstes Jahr unter anderem dafür gedacht, dass solche großen Firmen wie Apple, Google, Amazon aus Luxemburg sich schleichen und nicht mehr die ganzen digitalen Einkäufe über Luxemburg abrechnen mit der niedrigen Mehrwertsteuer dort. Bisher ging das nämlich bei digitalen Produkten über den Standort des Verkäufers. Ja, genau. Und deswegen haben diese Firmen, das merkt man zum Beispiel auch, wenn man mal so eine Apple Developer Mitgliedschaft kauft für diese 80 Euro, die hat dann, das wird aus irgendeinem Grund nicht aus Luxemburg, sondern aus Irland verkauft und dann sind es halt die dortigen, weiß nicht, 21-23% oder was das halt ist. So, das ändert sich also ab 2015, aber wie es sich im Detail genau ändert, ist kompliziert. Ja. Und also die erste Ansage kam jetzt 2 Wochen vorher genau von Apple, und zwar, was sie mit dem App Store machen werden. So richtig eindeutig formuliert ist es schon nicht. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber man kann sich zusammenreimen. Ich lese das jetzt so, dass also, wenn eine App irgendwie 90 Cent kostet, dann kommen als erstes kommt die Mehrwertsteuer runter, die der Kunde in diesem Land, wo er gerade ist, also wahrscheinlich der Shop, zu dem der Account gehört, irgendwie Österreich, dann kommen halt, was ist das da, 25-23% runter. In Österreich sind es 80% vermutlich. 80% kommen dann noch runter in Österreich, und dann nimmt sich Apple die 30% und der Rest, was übrig bleibt, 2 Cent kriegt der Entwickler. Ist ja zum einen nachvollziehbar. Es ist ja überall so, das ist in jedem Laden so, dass egal wie der Split ausgehandelt ist zwischen dem Verkäufer und dem eigentlichen Hersteller des Produkts, wird als allererstes erstmal die Märchensteuer abgezogen. Soweit ist es ja immer schon so. Dass es natürlich eine Schweinebackenaktion ist, das steht ja wieder auf einem ganz anderen Blatt. Weil natürlich war diese Änderung, die war Anfang nicht Teil des Agreements. Und dann zu sagen, naja gut, natürlich bekommt der es hergestellt hat, jetzt weniger. Wir kriegen natürlich gleich viel. Apple kriegt auch nicht gleich viel. Ja, sie kriegen natürlich im Vergleich auch weniger, natürlich. Und man kann natürlich auch von Apple nicht verlangen, dass sie jetzt die Umsatzsteuerdifferenz jetzt ausgleichen. Es ist Wieso denkst du, das ist ein Schweinedeal? Weil ich weiß nicht, also ich meine, die Mehrwertsteuer, die es gibt halt jetzt diese generelle Änderung, die sich halt auf Europa bezieht. Amerika ist ja da jetzt erstmal außen vor oder andere Länder. Und ich meine, bislang war es halt, wie richtig beschrieben, einfach, dass die Mehrwertsteuer, sie war halt günstig, weil Apple in Luxemburg mit seinen iTunes Store Dings war. Also, was heißt günstig, aber sie war halt irgendwie im Vergleich mit anderen Ländern war sie günstig, aber jetzt ändert sich ja generell die Regelung. Es ist ja nicht nur, dass Apples Online-Store sich ändert oder dass für Apple sich irgendwas ändert, sondern für alle Leute, die digitale Waren in Europa verkaufen ab 1.1. wird halt irgendwie andere Mehrwertsteuer fällig. Ja, natürlich, ist grundsätzlich richtig. Was halt ein bisschen Fadenbeigeschmack hinterlässt, ist, die Regeln waren Anfang anders, aber gut, Apple kann natürlich an der Stelle auch nichts dafür. Also es ist, ich kann es nachvollziehen. Ich hätte es natürlich gerne anders. Ja, die Frage ist halt jetzt, was jetzt so passiert, was recht interessant ist, weil prinzipiell werden Apps jetzt erstmal nicht teurer. Also wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass wir die Regelaussegelung, so wie Timo sie beschrieben hat, wenn wir der zustimmen und das nicht noch irgendwie anderes, also wenn es jetzt noch andere Preisstufen gibt, dann fällt das natürlich irgendwie alles. Aber das würde sie auf keinen Fall wollen. Nee, das denke ich auch nicht. Deswegen, und Preisstufen hätte man dann vielleicht auch angekündigt, schon in dem Zusammenhang, würde es vielleicht Sinn machen. Deswegen gehen wir davon aus, dass es jetzt so wird. Und dann ist es halt so, dass Apps nicht generell teurer werden, sondern der Entwickler und Apple kriegen weniger Geld. Der Entwickler hat die einzige Chance, dass halt die Preisstufe, die fest vorgegebene Preisstufe ändert. Dass halt eine App, die vorher 89 Cent gekostet hat, 1,79 kostet oder 99 Cent. Also je nachdem, was sich die da nach den fest vorgegebenen Preisstufen aussuchen kann. Aber ich würde, also aus dem jetzigen Informationsstand kann man nicht sagen, dass Apps generell teurer werden oder wahrscheinlich teurer werden, sondern das ist falsch. Der Entwickler kann einfach nur seine Preisstufe ändern. Dadurch können Apps teurer werden. Ja, oder halt, wenn so eine Währungsanpassung passiert, wie bisher einmal in Euroland oder wie jetzt in Russland zum Beispiel. Ja. Kann sich auch was verändern. Jetzt ist die App-Store-Geschichte ist das eine Ding, das wird vermutlich also jetzt keine Preisänderung geben, sondern Entwickler kriegt ein bisschen weniger.
Es ist aber insgesamt relativ kompliziert. Ja? Also es gibt so eine lustige Seite hier von der Europäischen Kommission. Ist es von der Kommission? Jawohl. Und da sind jetzt ein paar Beispiele drin. Also, eine ungarische Firma verkauft ein Antivirusprogramm online auf der Website und verkauft das an Leute in Australien. Gibt es da Mehrwertsteuer drauf? Nein. Ja, genau. So. Eine Person, die in Barcelona lebt, zahlt einer US-Firma für den Zugang zu amerikanischem Fernsehen. Die US-Firma muss dem Spanier spanische Mehrwertsteuer berechnen. Ist das eine Frage, eine Aussage? Das ist eine Aussage. Also. Französischer Kunde eines Schweizer Telekom-Betreibers benutzt sein Mobiltelefon in Frankreich und muss welche Mehrwertsteuer zahlen? Die französische. Moment mal, ich habe dich die... Das war so kompliziert. Also weil die, sobald die Schweiz drin ist, dann gelten einfach keine Regeln mehr, weil die halt nicht zu viele verschiedene Länder. Französischer Kunde eines Schweizer Telekom-Operators benutzt sein Telefon in Frankreich, muss französische Mehrwertsteuer zahlen. Wenn der gleiche Franzose jetzt sein Telefon mitnimmt nach Griechenland, muss er griechische Mehrwertsteuer zahlen, die Schweizer Firma, für den Franzosen, der in Griechenland Urlaub macht. Ist es wieder eine Frage oder eine Aussage? Das ist eine Aussage, das ist hier die FAQ. Ich lese hier die Beispiele vor. Also man kann jetzt nicht falsch liegen. Also da ist es tatsächlich so, dass der Franzose mit dem Schweizer Anbieter tatsächlich die griechische Mehrwertsteuer zahlen muss, wenn er in Griechenland ist. Ja. Also die Mehrwertsteuer wird tatsächlich unabhängig von der Herkunft und dem der Person einfach in dem Land fällig. Mhm. Also nach egal wo, Hauptsache egal, du bist einfach in dem Land in dem Moment. Zahlst du halt die in dem Land geltende Mehrwertsteuer, in diesem Fall für digitales Zeug. Wo ist denn jetzt der Kunde? Ist der Kunde dort, wo er gerade wirklich sagt, dass er ist? Oder weil es, also offensichtlich, ich bin in einem deutschen App Store angemeldet, reicht ja nicht aus. Das ist so wie, ich bin in einem deutschen Mobilfunkvertrag angemeldet. Aber wenn ich nach Griechenland gehe, dann ist die griechische Steuer fällig. Ja, also das scheint nicht auszureichen. Du musst, habe ich jetzt auch in verschiedenen Quellen unterschiedlich gelesen, aber du musst in zwei verschiedenen Nachweismethoden nachweisen, wo der Kunde war, als er das gekauft hat. Also musst du zum Beispiel, ein Vorschlag wäre, seine IP-Adresse anschauen und vielleicht seine Adresse oder seine IP-Adresse und was er behauptet, wo er wohnt. Wenn das nicht zusammenpasst, dann kannst du sagen, so, dann kriegst du nichts. Ja? Ja. Also auch schwierig. Dann kommen noch so Zusatzgeschichten, die jetzt auch in der FAQ nicht drinstehen oder was ein Hörer mir geschrieben hat. Wenn du nach UK was verkaufst, musst du zum einen, kannst du das in Euros tun, aber die Steuer musst du dann in Pfund ausweisen. Wie rechnest du die um? Keine Ahnung. Und jetzt wird mir langsam klar, warum unsere Buchhalterin momentan sowas von am Rad dreht. Die ist nur auf diesen Moss-Scheiß am Schimpfen. Ja, Moss, was heißt denn Moss? Irgendwie Mini Ochsenscheiße. Richtig, nein, das heißt Mini One-Stop-Shop. Ja, One-Stop-Shop, genau. Mini One-Stop-Shop. Was dazu kommt, ist, wenn du jetzt dann dem Kunden eine Rechnung schreibst, wo irgendwie er seinen Download in Deutschland getätigt hat, aber die Steuer steht dann auf in britischen Pfund drauf, aber der Preis von dem eigentlichen Artikel ist netto in Euros, dann musst du dich auch noch an die jeweiligen Rechnungsregeln, wie hat eine Rechnung auszusehen, des jeweiligen Landes halten. Das heißt, du kannst dir jetzt in deine Online-Shop-Software 28 Vorlagen reintun, wie diese Rechnung für diesen Kunden in diesem Land aussehen muss. Ja. Das Schöne ist ja dann, wenn man dann so auf so eine Lösung wie FastSpring setzt und seinen ganzen Rechnungsquatsch ausschließlich über FastSpring macht, weil das deren Problem dann ist. Also da ist sehr, 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 sehr gut dabei. Aber das ist schon wieder so ein Grauen. Also was diese Regelung an unnötiger, also sagen wir mal unnötig, aber was diese Regelung an Arbeit verursacht bei Online-Shop-Betreibern, die das selber machen und bei deren Buchhaltern, die da am Rad drehen. Ja, also wenn Buchhalter sagen, um Gottes Willen, die sind ja einiges gewöhnt. Ja. Ja? Die sind ja Quatsch von Berufswegen gewöhnt. Aber wenn die sagen, um Gottes Willen, dann ist es wirklich schlimm. Ja. Es ist sehr schön. Ich muss jetzt dann zum neuen Jahr hin für eine Woche lang unsere Sales-Dame vertreten und unter anderem so Dinge machen wie, also da gehören so normalerweise so Dinge dazu wie Rechnungen schreiben.
Und dann weißt du ja auch so, pass mal auf, wenn eine Rechnung kommt, die nicht nach Deutschland geht, dann schreibst du die einfach nicht. Das mache ich dann, wenn ich wieder da bin. Lass das einfach schön liegen. Hm. Also das ist alles noch nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob es das wert war, dafür, dass jetzt die paar Großen aus Luxemburg weggehen, diesen Aufwand überall anders auch zu verursachen. Also ich glaube, dass so unterm Strich kostet das die Europäer mehr als was da mehr an Steuern. Und dazu kommt auch, Luxemburg hat auch direkt für 2015 die Mehrwertsteuer um 2 Punkte angehoben. Das sind nächstes Jahr 17 statt 15. Mhm. Was schon näher dran ist am Rest, was so bei 19, 20, 21 so im Schnitt ist, glaube ich. Also das heißt jetzt für Bits und so und Bits und so Plus und so Versity und so weiter, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, als erstes muss ich, wenn ich es irgendwie nicht vorher gebacken kriege, halt den Shop auf Deutschland beschränken, damit ich hier die Kunden zumindest erreichen kann. Übrigens, komplett unabhängig davon, die VPN-Lösung TunnelBear hat jetzt auch einen deutschen Endpoint. Wollte ich jetzt auch nochmal komplett so gesagt haben. Naja, aber das ist ja natürlich auch weißt du, dann das ist Zahlungsmethode und dann steht dann da wieder was anderes drin und dann sagt auch wieder, ja, hier, Vorsicht, Betrug, willst du nicht haben. Nein. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun gehabt. Ja, nee. Also, ich wollte nur sagen, es ist unnötige Arbeit, die jetzt da auf viele zukommt und ich bin nicht zufrieden damit. Also, ja, verstehe ich. Ich weiß nicht, also das, vielleicht war es auch ein Versehen so, dass da niemand drüber nachgedacht hat, so, du, sag mal, können wir das jetzt irgendwie ändern und dann, ja, schade. Würde in der EU auch deutlich sehr viel erklären, wenn da so Sachen passieren. Es ist ja im Grunde auch so ein bisschen so wie so ein großes Bergwerk. Ja. Wird irgendwas entschieden, niemand weiß wieso. Herr Oettinger zum Beispiel. Hör mir auf, es gibt einen sehr schönen, also nicht sehr schön, aber es gibt einen etwas lustigen Zusammenschnitt vom ZDF. Mit was so die Politiker über das Internet gesagt haben 2014, wo man halt so nur weinen möchte, ja, und ja, dass die Sache mit dem Festnetz und so. Oh Gott. Ja. Kann man machen. So. Ist denn das System in den USA mit der Sales Tax nicht relativ ähnlich, dass da einfach, du hast halt eben im Unterschied zu unserem System du siehst einfach den Nettopreis auch als Endkunde und dann bekommst du halt die in deinem Bundesstaat anfallende Sales Tax obendrauf. Aber das gilt vermutlich nicht für alles digitale. Ja, das kommt Zeug. Natürlich auch, ja. Das kommt drauf an. In den USA kommt es auch viel mehr drauf an, was du kaufst. Also da ist wirklich, wenn du Lebensmittel kaufst, ist die Sales Tax im Zweifel nochmal anders, wie wenn du irgendwas kaufst auf Elektronik, gibt es manchmal wieder andere Sales Tax als auf Kleidung. Es gibt dann wieder Bundesstaaten, die haben auf Kleidung beispielsweise überhaupt keine Sales Tax. Dann gibt es wieder auf digitale Güter manchmal nochmal was anderes. Die ist aber meistens so wie die für Elektronik. Und wie du schon gesagt hast, die haben natürlich nicht das Problem, das Apple jetzt hat, dass dann das vorne drauf 99 Cent steht und dann aus diesem Betrag die Sales Tax rausgerechnet wird, sondern da steht 99 Cent drauf. Ja, genau, du kaufst es, dann bist du, weiß ich nicht was, in New York City und da wird dann nochmal 10% draufgeschlagen, weil die halt da 10% Sales Tax auf elektronische Geschichten haben. So, und dann war es, glaube ich, bisher zumindest für eine ganze Weile so, dass wenn du online einkaufst im Apple Online Store und das wird aus einem Staat geschippt, der nicht dein eigener ist, dann zahlst du die nicht. Ja. Deswegen waren die Online-Shops irgendwo ansässig in einem Staat, Delaware, wo möglichst wenig niemand wohnt. Möglichst wenig Delaware, möglichst viel Delaware ist. Ja. Und so grob zumindest. Und das zum Beispiel, ich glaube, New York hat dann angefangen, eben so gegen Amazon vorzugehen, ja, weil sie gerne die Steuern für die Amazon-Einkäufe haben würden. Das hat sich ja irgendwie in den USA vor einem Jahr oder vor 2 Jahren irgendwie auch komplett geändert, alles. Also, wir sind da nicht ganz allein. Ja, und also die Mehrwertsteuer ist eine, glaube ich, Verbrauchssteuer heißt das. Das heißt, die fällt beim Verbraucher an. Das heißt, die Gewerbetreibende haben ja diesen Umsatzsteuer, bla, Vorausgleich. Ja. Und das ist in den USA auch nicht so. Ja, also das zahlt, glaube ich, jeder, auch Gewerbe. Deswegen ist es auch, was dann dazu führt, weil die Regelungen so anders sind in den USA und sowieso die Anforderungen an Online-Shops ganz anders sind, kann es schon sein, dass du irgendeine Online-Shop-Software findest, die jetzt die Steuern korrekt für sämtliche 50 US-Staaten berechnet.
Aber geh mal davon aus, dass die das in Europa nicht richtig machen. Ja. Und selbst wenn du einen Online-Shop hast, ein System hast, wo irgendwie deutsche Entwickler jetzt Plugins, super Plugins dafür gebaut haben, die irgendwie die bisherige Regelung irgendwie abgebildet haben, die sind ab 1. Januar alle Müll. Mhm. Kannst du direkt wegtun. Jetzt gibt es Firmen, sowas wie Taxamo, die jetzt Mehrwertsteuerberechnung as a Service für 2% von deinem Umsatz dir anbieten. Was 2%, was jetzt auch nicht ganz wenig ist. Nicht ganz wenig, und sie machen auch dieses Rechnungsding noch nicht. Also kannst du dann halt irgendwie nochmal... Alles blöd. Ja. Kann man kurz sagen. Mhm. Richtig. Ja, dann Herrschaften, dann war es das wahrscheinlich für dieses Jahr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, fürs zahlreiche Zuhören, fürs Mitmachen und Plus und sämtliche Links klicken und das... Live. Live, richtig. Die 400, herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Ja. Wer ansonsten hier irgendwie mitgewirkt hat und wer einfach nur zugehört hat, herzlichen Dank. Ja. Das hätte ich nicht gedacht vor einiger Zeit. Ja, ja. Nächstes Jahr ist 10 Jahre Podcasting-Jubiläum für mich. Ne? Also das ist jetzt schon eine ganze Weile. Und ich habe gerade noch mal ein paar alte Daily Source Codes vom Adam Curry durchgehört. Der ist in der zweiten Folge schon so weit und beschwert sich über die Software fürs Podcasting. Ja. Und das wäre heute immer noch so aktuell. Und die erste Folge, da hat er sich nicht beschwert, weil er sie aus dem Auto gemacht hat. Yeah. Und das ist natürlich schon eine ganze Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören bei all den verschiedenen Dingen. Herzlichen Dank an euch und auf Wiedersehen nächstes Jahr. Servus. Ciao. Gute Nacht. Guten Rutsch. Tschüss.